Moin aus Hamburg und herzlich willkommen zum 19. Teil. Erst einmal, ihr werdet euch sicherlich fragen, ja, wie viele Teile gibt es denn? Unsere Firma heißt ja, unser Club heißt Traders Club 24 und es werden 24 Teile geben. Wir starten heute nochmal oder knüpfen an von letzter Woche bzw. vom letzten Video mit der Order der Tagesstrategie. Da werden wir uns jetzt auch in den nächsten Videos mit auseinandersetzen, weil darum geht es ja letztendlich auch beim ersten Trade. Und wir gehen jetzt einmal in den Metatrader rein. So, viele Trader, meine Damen und Herren, scheitern an einer der wichtigsten Kriterien, nämlich an ihrer Strategie, zweitens an Disziplin und dann sehr, sehr häufig an dem verkehrten Risiko- und Money-Management. Wir haben ja letzte Woche, beziehungsweise im letzten Video, sind wir einige Trades eingegangen. Unter anderem habe ich hier einen Trade mitgebracht, den USD-Japanisch-Yen. Dort sind wir short eingestiegen. Und jetzt wird der eine oder andere Trader sagen, ja, Carlos, ist denn der Trade in den Gewinn gelaufen? Nein, der ist nicht in den Gewinn gelaufen, sondern der hat, nachdem wir eingestiegen sind, erstmal gedreht. Und die Frage, die sich dann alle stellen, was kann ich aus so einer Situation machen? Denn das Trading an sich, wir schreiben nicht das Drehbuch, das können wir nicht, sondern der Markt schreibt das Drehbuch. Was wir aber machen können, ist eben halt zu analysieren, zu schauen, liegt unser Stop-Loss, den wir uns ausgewählt haben, richtig? Was passiert hier gerade? Und was wir hier an diesem Markt, und das ist exemplarisch eigentlich jetzt auch für die Tagesstrategie, die, meine Damen und Herren, 94,7% der Trefferquote hat, also sehr, sehr häufig in den Gewinn läuft, haben wir in diesem Beispiel hier einen Trade, der nicht direkt in den Gewinn gelaufen ist, sondern einen Umweg tätigt. Der ist nämlich jetzt gestiegen. Wir erinnern uns, dass wir immer im Traders Club 24 und auch jeder Trader sollte immer mit einem festen Stop-Loss arbeiten. Und der Stop-Loss liegt hier oben auf der Sonne. Und das bedeutet, wir sind short, der Markt läuft ins Minus. Der Markt läuft ins Minus, aber der Stop-Loss bleibt dort fest. Und wenn wir uns jetzt den Trade betrachten und sagen, okay, der Markt fällt zwar jetzt nicht, aber das kann immer mal passieren aufgrund von Wirtschaftsnachrichten etc., bleiben wir aber unserer Regel treu und sagen, Stop-Loss liegt dort oben und der ist auch fest verankert. Was ich heute anfangen möchte mit euch, ist mit Alternativthemen zu sprechen, die sich denn jeder Trader für sich selber ausmalen kann, ob er diese Alternativszenarien mitmacht. Alternativszenario Nummer 1, was ich euch empfehlen kann, als gerade als Anfänger, haltet an euren Stop-Loss fest. Das ist die wichtigste Regel, die ich euch mitgeben kann. Es wird nicht diskutiert. Ihr solltet, wenn ihr einen Trade absetzt, nach Regelwerk, den Trade nicht abschreiben, aber ihn keine Aufmerksamkeit mehr schenken. Das ist, glaube ich, den besten Rat, den ich euch mitgeben kann. Wenn man aber merkt, dass bei so einem Trade, wo wir das Risiko auf 1% platziert haben, das bedeutet, wenn ich 10.000 Euro habe, sind das maximal 100 Euro. Wenn ich merke, ich werde dort nervös, gibt es Szenario Nummer 2 und die ist ganz, ganz einfach. Ich platziere beim nächsten Trade, ob jetzt nun Long oder Short, einfach die Hälfte des Risikos. Dann mache ich einfach auf 0,5%. Das heißt, ich riskiere nicht 100 Euro, sondern ich riskiere 50 Euro. Ja, also die Empfehlung, die wir machen, ist Maximum 1%. Die dritte Variante, das werden wir im nächsten Video besprechen, ist eventuell einen Gegen-Move zu traden. Das heißt, man kann mit Gegensignalen traden. So, als Anfänger, der aber die ersten Trades in seiner Karriere macht, der sollte immer mit einem festen Stop-Loss arbeiten. Der sollte sich von vornherein klar werden, handle ich das mit 1% Risiko, mit einem halben Prozent oder sogar nur mit einem Viertelprozent. Wenn wir jetzt mal auf die Trades gehen, die wir aktuell haben, gibt es hier einmal einen Gold-Trade. Ihr seht auch hier eine Short-Kerze, auch hier nochmal der Step. Wir gehen mit der Maus oben auf den Aktivierungsbutton, platzieren dort
den Stop-Loss und dann geben wir den Trade letztendlich ein. Und wir sehen, wir kommen hier besser rein. Heute, wo wir das Video jetzt produzieren, ist Feiertag in Amerika. Trotzdem werde ich jetzt mal diesen Trade platzieren, damit wir für nächste Woche das nochmal als Grundlage nehmen. Beim Audi Neuseeland sehen wir hier, dass dieser Trade hier direkt schon in den Gewinn gelaufen ist. Der nächste Markt ist denn hier Audi USD und hier ist ein ähnliches Szenario. Wir haben einen Short Trade, aber der Trade hier ist schon in den Gewinn gelaufen. Dow Jones entwickelt sich und auch hier möchte ich euch gerne zeigen, wie einfach diese Strategie umzusetzen ist. Wir haben hier die blaue Sonne, wir haben diese Bewegung und jetzt haben wir ein neues Hoch herauskristallisiert. Wir drücken jetzt hier auf den Aktivierungsbutton, dann geben wir Step 2 auf Ausführen, Confirm und der Trade ist platziert. Nächster Trade ist Euro-Austral-Dollar. Hier sehen wir, dass dieser Preisimpuls, den wir haben wollen, von dem letzten Tief, diese blaue Kerze hier, ist direkt in den Gewinn gelaufen. Warum ich das jetzt heute nochmal zeige hier in diesem Teil ist, es sind so, so viele Trades, die in den Gewinn laufen. Aber wenn Außenumstände wie Zinsentscheidungen, wie Wirtschaftsnachrichten rauskommen, einen Tag später oder sogar während der Session, dann kann ein Markt kurzfristig einmal drehen und er kann sogar in den Stop-Loss laufen. Aber wir werden nur erfolgreich traden, wenn wir auch diese Challenge annehmen und sagen, wir werden nur über Verluste erfolgreich. Und zwar kommt es immer darauf an, wie mache ich Verluste? Mache ich sie nach Regelwerk? Die ist zwar jetzt nicht weniger schön und das tut ist trotzdem verlieren wir damit Geld, aber ihr bekommt Struktur rein. Oder sind es Entscheidungen, die ich während einer Trading-Session, wo ich den Stop-Loss rausnehme, ihn dann verändere und dann vielleicht von Strategie A und Strategie C das verbinde, damit kommt ihr auf keinen grünen Zweig. Nächster Trade ist British Pfund Austral-Dollar. Auch hier seht ihr sehr schön, wir haben hier die Sonne. Da ist der Aktivierungsbutton und der Trade hier, der Einstieg war am 21. Mai, der ist direkt schon in den Gewinn gelaufen. FTSE ist durchgelaufen, USD Schweizer Franken ist auch durchgelaufen. Jetzt habe ich viele Zuschriften auch bekommen. Wann sollte ich traden? Wie sollte ich traden? Also gemeinsam könnt ihr mit mir jeden Morgen um 8.25 Uhr in unserem Live-Trading-Raum in The Room gemeinsam diese Strategie umsetzen. Auch als Gast, ihr bekommt 30 Tage einen Gastzugang, könnt ihr euch wirklich hinsetzen und mir über die digitale Schulter schauen. Ansonsten besteht auch die Möglichkeit, wenn jemand in der Woche Schichtdienst hat oder nicht so viel Zeit hat, diese ganze Strategie auch auf Wochenbasis umzusetzen. Wir haben ein Signal hier auf Audi Neuseeland und hier seht ihr, hier gab es heute ein Short-Signal, den haben wir auch umgesetzt auf Wochenbasis. Das heißt, wir schauen einmal in der Woche drauf. Und ihr auch hier seht ihr, da oben liegt der Stop-Loss und hier vorne liegt unser Gewinnziel. Der Trade entwickelt sich. Schaue ich da jetzt morgen oder übermorgen drauf? Nein, bei einem Wochentrade schauen wir einmal in der Woche drauf und meistens ist es Montag. Also Fazit von diesem Teil ist nochmal eine Bestätigung. 1%, 0,5%, 0,25% Risiko am Anfang einzugehen. Zweite Message, die ich ganz, ganz klar euch mitgeben kann. Bleibt ruhig, haltet euch an eurer Strategie fest. Ja, dieses Setup, was ich euch jetzt gezeigt habe, treten wir seit Jahren. Natürlich kommt auch dort es mal vor, dass wir einen Verlusttrade machen. Aber er wird nicht so groß sein, dass ihr Haus und Hof verliert, dass ihr Margin Call kommt oder dass ihr 10%, 20%, 30% verliert. Es ist eine Swing-Strategie. Deswegen haben wir uns diese Strategie auch für dieses Format ausgesucht. Also haltet euch fest an euren Plan. Stop-Loss bleibt fest. Wir werden nächste Woche uns mit diesem Trade nochmal beschäftigen und wir werden einen Step weitergehen und schauen, wie kann ich vielleicht eine Gegenbewegung vielleicht sogar für mich nutzen als Trader. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Ich konnte euch diesem Thema noch ein wenig näher bringen. Ihr wisst ja, bei uns auf YouTube ist die Währung den Daumen nach oben. Das ist die Währung. Uns wird es freuen und auch wenn ihr
es an euren Bekannten weiterleitet und letztendlich unseren YouTube-Kanal auch abonniert. Ich wünsche euch eine gute Woche, gute Trades und bis nächste Woche.